Wie ist es um die Virtual Reality Anfang 2018 bestellt? Die Frage haben wir uns bei der GameStar gestellt und vor allem haben wir die Frage euch da draußen gestellt in unserer großen Virtual Reality Umfrage vor wenigen Tagen. Jetzt sind die Ergebnisse da und ich würde gerne mit Michael Graf besprechen, was wir aus den Ergebnissen lernen können zum Thema VR. Ist die VR für euch noch aktuell? Ist der Hype-Train schon durchs Dorf gerast? Oder warten wir noch drauf, bis er erst in ein paar Jahren wirklich einfährt? Mhm. Wir haben in der ersten Frage in der Umfrage gefragt, hast du bereits Erfahrungen mit Virtual Reality gemacht? Und das Ergebnis sieht folgendermaßen aus. Beinahe die Hälfte, 46% sagen ja, 28% sagen nein und der Rest sagt ja, aber nur sehr kurz. Das heißt, etwa 3/4 aller Teilnehmer haben VR schon ausprobiert, die Hälfte sogar ausführlich. Das ist tatsächlich was mich verwundert. Nun kann man natürlich immer einschränkend sagen, klar, wenn man eine Umfrage macht zu Virtual Reality, beantworten die hauptsächlich die Leute, die sich für Virtual Reality grundsätzlich erstmal interessieren. Also das mag vielleicht so eine kleine Einschränkung sein. Trotzdem, wir haben gesehen, die Umfrage hat über 10.000 Teilnehmer, was eine sehr ordentliche Zahl ist. Die einzige Umfrage, die zuletzt mehr Teilnehmer hatte, war die zum Thema Lootboxen. Also das ist ja mal wirklich ein Aufregerthema. Man sieht also, das Interesse an Virtual Reality ist da. Und viele Leute haben es auch schon ausprobiert, besitzen vielleicht sogar selber ein Headset, dazu kommen wir gleich noch. Aber das war eine überraschende Erkenntnis daraus, weil wir halt oft mit Artikeln, die wir zu VR schreiben und auch manchmal mit Videos, die wir machen, eine umgekehrte Erfahrung machen, nämlich dass die sehr schlecht funktionieren, dass die sehr wenig gelesen oder angeschaut werden und wir dann immer so ein bisschen desillusioniert sind und sagen, ach, jetzt interessiert es ja doch wieder keinen. Aber scheinbar eben doch. Korrekt. Bei der Frage, was den Leuten an ihren bisherigen VR-Erfahrungen am besten gefallen hat, sagt der absolute Großteil das Mittendrin-Gefühl. Und das ist natürlich die große Stärke von VR. Also wer mal ein VR-Headset aufhatte, der weiß, dass man da Spiele ganz anders erlebt, als es jemals zuvor irgendwie möglich war. Auch nicht mit 3D-Stereoskopie. Die anderen Punkte waren zum Beispiel die Bewegungserkennung, also dass ich, was Kinect ja versucht hat und grandios gescheitert ist, dass ich mit Gegenständen in der Spielwelt tatsächlich interagieren kann, indem ich sie aufhebe und indem ich mich bewegen muss. Mhm. Und auch noch ein großer Anteil neuartige Spielprinzipien, die vorher so auch noch nicht möglich waren. Mhm. Was lernen wir denn daraus? Ja, das ist auf jeden Fall, naja gut, Virtual Reality ist eben was Neues, eine andere Art Spiele zu erleben und das ist ja offensichtlich auch was diejenigen, die es ausprobieren, zu schätzen wissen. Was in den Freitextantworten und in den Kommentaren unter dieser Frage auch oft genannt wurde, explizit, waren die Controller der Oculus Rift, also die Touch-Controller, weil das einfach super Controller sind und halt dich sehr unterstützen in diesem natürlichen Handgefühl. Also es ist immer noch clunky, wenn man es zum ersten Mal ausprobiert, aber die sind einfach viel intuitiver, als es zum Beispiel die Vive-Controller sind. Also auch das ist was den Leuten einfach besser hilft, sich in dieser virtuellen Welt zurechtzufinden. Und ich glaube, das ist auch was, wo viele dann die Erfahrung machen, hey, jetzt sind wir an dem Punkt und es wird tatsächlich besser. Also ne, du hast erst diese Vive-Controller mit relativ viel Clunkiness, dafür halt aber Roomscale, du kannst dich relativ frei bewegen, was ja bei der Oculus Rift dann wieder eingeschränkt ist. Du hast jetzt diese Rift-Controller, die wieder einen Schritt besser sind von der Bedienbarkeit und vom Bedienkomfort. Und es wird jetzt vielleicht dann schrittweise so weitergehen. Und die VR wird noch besser, noch ausgefeilter, noch einfacher zu bedienen. Und ich glaube, das ist halt auch das, was die Leute da bei der Stange hält und bei Interesse hält. Sie sehen dieses Mittendrin-Gefühl als großen Aufhänger, als das, was halt die VR von allem anderen erleben, was wir von Spielen kennen, ne, von allem, was Bildschirmspiele ausmacht, so abhebt. Und jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo wir schauen, was kann daran denn noch besser werden? Genau, den Leuten gefiel tatsächlich an den VR-Erfahrungen am wenigsten gut, dass es zu wenig ausgereiftes Gameplay gibt. Mit 50%, also die Hälfte, haben das tatsächlich so beantwortet. 40% meinten, es sei auf Dauer sehr unbequem und anstrengend und nur ein Viertel hatte Probleme mit Unwohlsein, wie Übelkeit und Schwindel. Ist natürlich einer der Knackpunkte bei VR, dass auch die Entwickler sich erstmal daran gewöhnen müssen, was kann ich mit dieser Technik denn anfangen und kann ich mehr bieten als nur eine kleine Tech-Demo? Ja. Etwas, was einen auf Dauer bei der Stange hält und wo man auch gewisse Komfortschwächen dann nach einiger Zeit verzeiht. Genau. Und was den Leuten, glaube ich, auch fehlt, halt momentan ist es ja relativ offensichtlich, ist halt wirklich ein ausgereiftes, vollwertiges, ich sag mal, AAA-Spiel für Virtual Reality. Das halt wirklich die Dinge auch richtig macht, die beispielsweise auch ein Fallout oder ein Doom noch nicht richtig machen, weil du die ja meistens steuerst über diese Teleport-Funktion. Also du springst von Punkt zu Punkt. Geht zwar auch anders, aber es ist clunkier, sage ich mal. Also das fühlt sich auch nicht richtig gut an, wenn du es irgendwie mit dem Controller versuchst. Es gibt einfach noch nicht
die perfekte, immersive Art und Weise, ein VR-Spiel zu steuern. Die Touch-Controller waren ein Schritt in die richtige Richtung, aber es wird sich zum Beispiel, also würde ich davon ausgehen, niemand so eine Tretmühle in die Wohnung stellen, mit der man dann irgendwie so über den Boden gleiten kann, als würde man im Spiel tatsächlich laufen. Ja. Also das ist, glaube ich, das, was viele Leute noch so ein bisschen irritiert, wenn sie Virtual Reality spielen, auch allein schon, wenn du irgendwie, keine Ahnung, im Spiel seitwärts gehst und dann dein Innenohr sagt wieder irgendwelchen anderen Käse. Das muss ja nicht mal daran liegen, dass du dazu neigst, dass dir schlecht wird, aber dir wird automatisch schlecht, wenn das irgendwie passiert, weil so ist der Körper halt nun mal angelegt. Also das braucht halt noch irgendwie Arbeit und es fehlt halt dann tatsächlich die Killer-App. Das, also für Spiele, sage ich jetzt mal. Wobei es eine gibt, das sehen wir auch gleich, denn es gibt tatsächlich eine recht überraschende Erkenntnis, welches Spiel denn wahrscheinlich Leute zu VR gebracht hat. Unsere vierte Frage war, besitzt du überhaupt ein VR-Headset? Und da haben wir die überraschende Antwort, dass tatsächlich von den Teilnehmern wieder mal beinahe 38%, also mehr als ein Drittel, haben schon ein VR-Headset. Das, was mich persönlich überrascht hat, also ich dachte, es ist immer noch dieses, probiere ich mal aus oder ein Freund hat es, da komme ich mal einen Abend vorbei. Mhm. Aber tatsächlich haben schon insgesamt fast 40% unserer User oder der Teilnehmer an unserer Umfrage sich selber schon ein VR-Headset gekauft. Ja, das finde ich auch bemerkenswert. Es ist ja, die nächste Frage ist ja auch gleich, welches Headset? Ja. Und da waren, glaube ich, auch nur 13% die Gear VR und dann halt diese mobilen Plattformen, die man ja teilweise dazu bekommt, einfach wenn man sich ein neues Handy holt, um es dann schon mal auszuprobieren. Aber das meistbesessene Headset, schönes Wort, auch meistbesessen, ist die Oculus Rift. Mhm. Mit, glaube ich, 40% der Besitzer nochmal. Also wenn man das umrechnet, 40% von 38. Das kann jetzt jeder selber rechnen. Einige. Mehrere, ja. Ja, tatsächlich, 40% besitzen die Oculus Rift. Kann man jetzt darüber diskutieren, warum das so ist. Sie hatte natürlich... stand lange als Pass pro Toto für die VR-Technik als solche. Die HTC Vive hatte auch lange den Ruf und war auch lange um einiges teurer noch als die Oculus Rift, was dann erst sich bei irgendwelchen Sale-Aktionen ein bisschen egalisiert hatte. Aber was, also wir haben 40% Oculus Rift, 28% HTC Vive und auch 28%, und das finde ich ganz bemerkenswert, die PlayStation VR, die natürlich die erschwinglichste war, die aber, man muss dazu sagen, die Umfrage lief nur bei uns auf der GameStar und nicht auf den bei den Kollegen von der GamePro. Das heißt, beinahe 30% der Teilnehmer auf der klassischen PC-Spiele-Seite GameStar hat gesagt, ich habe mir aber das PlayStation VR-System gekauft, was natürlich daran liegen wird, dass die PlayStation VR immer die erschwinglichste war und auch die, für die du nicht extra einen besonders starken Rechner brauchtest, sondern viele Leute haben nun mal eine PlayStation 4 zu Hause. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass die PlayStation VR tatsächlich die einzige Killer-App hatte, nämlich Resident Evil 7 Anfang des Jahres. Und das ist jetzt ein Spiel, das mit klassischer Controller-Steuerung funktioniert, aber durch die Werbeaktion von Capcom, dass man eben eine Horror-Experience so noch nie erlebt hat und dann auch noch mit der starken Marke, war das, denke ich, schon ein Spiel, was die Leute überzeugt hat, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, zumindest mir relativ günstige PlayStation VR zu kaufen und dann dieses Spiel eben nur so zu erleben. Kann man sich natürlich fragen, warum es immer noch nicht für Oculus bzw. die PC-Version immer noch nicht VR unterstützt, aber ja. Ja, aber das kann ich mir definitiv vorstellen. Mich schreckt es eher ab persönlich, weil ich hasse Horror. Ja. Ja, deswegen für mich ist das der absolute Horror, das auch noch in VR zu erleben. Aber ja, da hast du halt gesehen, das war clever eingesetzt, das war gut vermarktet, die VR-Komponente. Und sie haben auch die gute Entscheidung getroffen, bei PlayStation VR nicht die schrecklichen Move-Controller zu benutzen, sondern halt eine normale Controller-Steuerung. Siehe Skyrim, das ja mit den Move-Controllern mehr schlecht als recht funktioniert. Kann man schon machen, aber die Move-Controller sind halt einfach nicht auf VR ausgelegt. Das sind keine Touch-Controller. Da ist halt dann wieder Oculus vorne. 40% von 38 dürften übrigens so 17%, also so 17% der Gesamtteilnehmer sein. Also immerhin, wenn wir sagen 10.000 Teilnehmer, haben 1.700 davon, oder sagen wir mal 18, also zwischen 16 und 1.800 eine Oculus Rift zu Hause. Das ist schon echt eine Hausnummer. Mhm. Richtig. Blicken wir mal in die Zukunft. Welches VR-Headset planst du zu kaufen? Und da sieht es dann schon ein bisschen anders aus. Also die PlayStation VR ist da weit weg mit 18%. Auch die anderen, komischerweise die sehr erschwinglichen, die keinen PC oder unterstützendes Konsolengerät brauchen. Mhm. Samsung Gear VR will niemand haben mit 3%. Microsoft Mixed Reality, die ja auch halbwegs erschwinglich sind, zumindest einige Modelle, nur 10%. Und der absolute Großteil mit 56%, über die Hälfte, will sich eine HTC Vive kaufen. Mhm. Könnte daran liegen, dass bei HTC Vive wir schon einen Blick in die Zukunft haben, was denn da als nächste Generation schon vor der Tür steht mit der HTC Vive Pro. Genau. Also das ist tatsächlich interessant, weil bei Oculus ist ja momentan die Oculus Go angekündigt, die aber eher sowas ist wie eine, naja, autonome Smartphone-Brille, sage ich mal, auch von der technischen Basis her. Das ist ja kein Hightech-Headset, wie wir es jetzt vom PC kennen, sondern halt eher sowas wie die Gear VR, nur halt steht Oculus drauf und man braucht kein Handy dafür. Mhm. Und
die HTC Vive Pro hat halt immerhin schon wieder einen besseren Ausblick in die VR-Zukunft mit den Features, die sie hat. Es gibt ja auch optional dann die Möglichkeit, sie ohne Kabel zu benutzen. Mhm. Das war zwar nie an keiner Stelle explizit genannt, auch nicht in den Freitextantworten in der Umfrage, dass die Kabel der große Störfaktor sind, der Leute von VR abhält. Aber ich glaube, es ist trotzdem halt einfach verlockend zu sagen, okay, ich hänge halt nicht mehr hier an der Nabelschnur, sondern kann mich frei im Raum bewegen dann tatsächlich. Also das ist eben das, was ich eingangs meinte. Die Technologie wird immer weiter besser und schrittweise immer besser. Und wir haben es auch hier bei der Frage, mit welches Headset willst du dir kaufen, gesehen. Die Leute warten einerseits explizit auch auf die HTC Vive Pro oder sie sagen halt auch genereller, ja, ich warte auf die nächste Generation, weil ich habe Vertrauen darin, dass diese Technologie tatsächlich besser wird und dass es da weitergeht. Und das finde ich schon ganz bemerkenswert, weil ein Kritikpunkt, der ja auch oft genannt wurde, auch wiederum in den Freitextantworten, war die Auflösung der Headsets und der Fliegengitter-Effekt, den man vielleicht mit fortschreitender Spieldauer gar nicht mehr so bemerkt. Also zumindest geht es uns beiden ja so. Mhm. Also wenn man das ständig benutzt, dann ist dieses Auflösungs-Fliegengitter-Ding eigentlich gar kein Problem mehr. Aber für viele Leute, die es nur kurz ausprobieren, gerade eine PlayStation VR, die sitzen dann da und sagen, das ist in mir aber noch nicht ausgereift. Mhm. Ja, also das ist halt noch nicht das Holodeck. Ja, also ja. Es wird nie das Holodeck sein, weil man die blöde Brille auf hat. Aber das ist noch nicht so eine immersive Welt, weil ich durch diese Pixel immer daran erinnert werde, wie erschreckend künstlich sie dann doch wieder ist. Und auch das ist was, wo viele Leute eben noch drauf warten, dass es besser wird. Ja, das haben wir tatsächlich auch in Zahlen. Also der größte Teil bei der Frage, was ist hier bei einem VR-Headset am wichtigsten, hat der größte Teil gesagt, die Qualität der Displays tatsächlich. Ja, doch. Mhm. Und das ist natürlich dann auch ein Schritt, wozu wir dann gleich noch kommen, die Kosten. Denn Displays von der Qualität, wie sie die Leute erwarten, mit einer Framerate, die notwendig ist, damit du vernünftig VR spielen kannst, das dürfte so billig nicht werden. Jetzt muss ich mal kurz meinen richtigen Zettel rausziehen. Moment. Genau, denn bei der Frage, was schreckt dich noch von einem VR-Kauf ab, sagt der überwältigende Teil der User mit 68%, es ist mir einfach noch zu teuer. Ja. Und klar gibt es Sale-Aktionen mit der aktuellen Generation, also diese 800 Euro, die damals die Vive zum Start gekostet hat, das ist inzwischen schon relativ okay geworden. Also wenn Sale-Aktionen sind, dann zahle ich zwischen 300 und 400 Euro ungefähr für ein ausgereiftes VR-Headset inklusive Motion-Controllern. Aber es ist den Leuten halt dennoch noch zu teuer. Außerdem haben sie ein Problem damit, dass es einfach zu wenig Content gibt. Stichwort Killer-App. 56% sagen, das reicht mir noch nicht. Es sind alles mehr Experimente und es ist noch kein ausgereiftes Spiel dabei. Und 43% sagen, die Hardware ist noch nicht ausgereift. Stichwort Display. Also es ist einfach noch nicht so, wie es denn sein soll. Genau. Aber das ist, was den Preis angeht, das habe ich vorhin vergessen bei der Oculus Rift, weil die ja letztes Jahr auch die Preissenkung hatte, die große. Im Sommer war das, glaube ich. Mhm. Das wird dem Headset massiv geholfen haben, ja, dass da der Preis einfach mal ein ordentliches Stück runterging. Dann viele gesagt haben, okay, jetzt ist es eher eine Schwelle, wo ich vielleicht mal einsteigen wollen würde. Und was hier auch oft bei dem Thema, was fehlt denn noch, genannt wurde, war einerseits, ja, die Menge an Content, aber die ist nicht mal so entscheidend. Es geht halt um die Qualität des Contents. Und eben, da sind wir wieder bei der Killer-App, ja. Es fehlt halt wirklich, und wenn es nur das Gefühl ist am Ende, dass es da Dinge gibt, die wirklich spielens- und erlebenswert sind für jedermann. Also es gibt viele Experimente, es gibt viele coole Sachen, es gibt viel, was man spannend da erleben kann. Deswegen interessiert es dann auch plötzlich dann wieder so viele. Aber es gibt eben nicht den einen Leuchtturm, das eine Überspiel oder halt im Idealfall noch mehr. Ja? Keine Ahnung, wenn Assassin's Creed in Virtual Reality erscheint und sich gut steuern lässt, dann würden vielleicht alle durchdrehen ja. Oder so. Also da sind wir noch nicht. Und man muss halt sehen, was Valve macht. Die arbeiten, ich glaube, an 3 dedizierten VR-Spielen, vermutlich auch nicht mehr für die aktuelle Valve-Generation. Muss man mal gucken. Ansonsten sind ja selbst alle großen Marken, die dann nur adaptiert wurden, siehe Fallout, Doom und Resident Evil, aber das eine Ding gibt es eben noch nicht. Ja. Die Preisfrage wurde auch beantwortet, nämlich wie viel würdest du für ein VR-Headset ausgeben wollen? Und da sind wir genau in diesem Preisbereich, der für die Leute angenehm ist, wo jetzt die aktuellen Geräte landen, wenn sie im Sale sind, nämlich zwischen 200 und 400 Euro mit 37%. Und der andere große Teil, der ist sogar nicht mal bereit, so viel auszugeben, sondern würde nur 100 bis 200 Euro ausgeben, was zusammen dann ungefähr 3/4 aller Stimmen sind. Also nur 25% sind überhaupt bereit, zum Beispiel über 400 Euro auszugeben. Mhm. Also das ist kumuliert, also über 600 Euro und unter 100 Euro, aber der große Teil ist eben zwischen 100 und 400 Euro. So. Und jetzt, wenn man überlegt, wie günstig denn die Displays werden müssen, damit ein Gerät im Massenmarkt zu dem Preis erhältlich sein kann, da werden wir wahrscheinlich noch ein paar Jahre warten müssen. Definitiv, ja.
Naja. Schade. Was ist deine bevorzugte Spielweise in VR, war auch eine Frage und das hat mich persönlich ein bisschen überrascht. Also ist relativ ausgeglichen, der größte Teil mit geringem Abstand spielt tatsächlich sitzend mit Controller, Maus und Keyboard. Mhm. Mit Maus und Keyboard? Also ja, die ganze Bewegungserkennung und Roomscale-Geschichte, also ich bewege mich im Raum, das ist zwar akzeptiert, aber der größte Teil nutzt VR am liebsten einfach als Monitorersatz. Also er sitzt bequem am Schreibtischstuhl und schaut sich eben in drei Dimensionen in der Welt um, ohne jetzt auch noch sich dabei groß bewegen zu müssen. Das kann jetzt für die Faulheit der Spieler sprechen, aber weiß man nicht. Aber es ist tatsächlich, was ja auch viele sagen, ich habe jetzt, oder wie es mir persönlich auch ging, ich habe jetzt abends nicht auch noch Lust, nach 8 Stunden auf dem Bürostuhl dann durch mein Wohnzimmer zu turnen oder so, sondern dieses gemütliche Abendspielen hätte ich ganz gerne auch gemütlich. Und das geht anscheinend vielen auch so. An zweiter Stelle allerdings tatsächlich stehend Roomscale und dann sitzend mit Bewegungserkennung. Also nicht herumlaufen, sondern eben ich kann meine Hände bewegen, aber mehr auch nicht. Mhm. Also das, ich finde, das zeigt halt auch, welche VR-Erfahrungen momentan am besten funktionieren, einfach mechanisch. Das sind eben die, wo du selbst sitzt. Mhm. Wenn man nämlich in einem Rennspiel sitzt beispielsweise oder eben in einem Pilotensitz von einem Raumschiff wie in Eve Valkyrie, das sind einfach die immersivsten und am besten funktionierenden Erlebnisse. Weil Roomscale ist dann immer ein bisschen hakelig, mit den Einschränkungen auch bei den Bewegungscontrollern. Wenn die HTC Vive Pro dann kommt mit ihrer Handerkennung, wird das vielleicht wieder ein bisschen besser, je nachdem, wie gut sie funktioniert. Ja, also ne, weiß man ja noch nicht. Aber das ist zumindest wieder ein Schritt der Besserung, was diese Bedienbarkeit angeht. Aber einfach da zu sitzen in deinem Pilotensessel oder deinem Fahrersitz und dann quasi dein Auto oder dein Raumschiff zu bedienen, das ist halt die intuitivste und momentan am besten greifbare VR-Erfahrungen, einfach die wir haben. Und ich glaube, das zeigt sich auch in der Frage dann ganz gut, dass es auch das ist, was die Leute halt am meisten machen. Mhm. Und Roomscale sind dann eher die experimentelleren Sachen oder auch Minigames irgendwie, halt so wie ein Rick and Morty-Spiel, was ich halt sehr gerne gespielt habe, wo man halt da im Raum rumhampelt und irgendwelches Zeug irgendwo rausziehen muss. Aber das sind vielleicht auch dann eher nicht momentan zumindest die Sachen, die Leute länger bei der Stange halten. Es bleibt also spannend mit der VR. Wer sich fürs Thema interessiert, der findet auf der GameStar jede Menge aktuelle Artikel zum Thema, wie geht es mit der VR technisch weiter, was sind die derzeit spannendsten und besten Spiele für die VR, wie schlagen sich eigentlich die großen Titel wie Doom und Fallout und wie diskutieren wir intern eigentlich über das Thema, denn auch da gibt es sehr kontroverse Meinungen. Wenn euch das Thema interessiert, schaut einfach auf GameStar.de vorbei. Danke fürs Zusehen, danke Micha und bis zum nächsten Mal. Tschüss.